Kein Geld, kein Essen, keine Wohnung. Immer mehr Menschen zwischen Berlin und Mainz, zwischen Rostock und München leben auf der Straße. Obdachlos in einem der reichsten Länder Europas. Wie lebt es sich als Wohnungsloser in Deutschland? In Rostock wohnen rund 100 Menschen in einem Obdachlosenheim in der Albert-Schweitzer-Straße. Zwei von ihnen sind Locke und Moni. Steht drauf, sehr geehrter Herr Zielke, wir können Ihnen momentan keine Wohnung anbieten. Mit freundlichen Grüßen, das war's. In Berlin macht Ronny Platte, wie das im Obdachlosen-Jargon heißt. Sein Quartier hat er unter einer Brücke aufgeschlagen. Und die Polizei weiß auch Bescheid, wer hier ist. Die haben auch nichts gesagt. So wie es Ordnungsamt. Solange wie es sauber bleibt, sind wir hier geduldet. In Mainz, im Westen Deutschlands, versorgt ein Arzt und Universitätsprofessor obdachlose Menschen. Hallo, der Doktor. Ist jemand da? Im Süden, in München, verbringt Ludwig, ein ehemaliger Elektronikingenieur, die Tage und Nächte auf den U-Bahnhöfen der Stadt. Und so, solche Leute wie ich, die schauen da immer nach wegen der Pfandflasche. Das ist also automatisch so. Mainz, Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Der Arzt Gerhard Trabert macht sich mit einer mobilen Arztpraxis auf den Weg zu den sozialen Brennpunkten der Stadt. Rund um den Hauptbahnhof leben rund 20 obdachlose Menschen. Dr. Trabert und sein Team versorgen sie regelmäßig. Aber das ist besser. Na, bei dem Wetter. Ja, so. Ist warm draußen. Was können wir für Sie tun, Herr Wollny? Für mich? Brauchen Sie was? Ja. Haben Sie die Salbe noch fürs Gesicht? Ja, aber ich habe keinen Spiegel. Kein Spiegel? Okay, wir besorgen Ihnen mal einen Spiegel. Ja, das machen wir, damit Sie die Salbe richtig auftragen wollen. Gleich um die Ecke die nächsten Patienten. Einem hatte der Arzt bei seinem letzten Besuch dringend geraten, sich in der Klinik untersuchen zu lassen. Jetzt sagen Sie mal, waren Sie oben gewesen? Blut abnehmen. Ich bin da. Ah. Ich konnte nicht, weil wir hatten hier ein bisschen Stress gehabt. Und bei dem Stress haben wir hier unten, mussten wir halt mit zwei Mann hier bleiben, weil hier war die Hölle los gewesen. Aber wir müssen mal richtige Ultraschalluntersuchungen, Blutuntersuchungen, und das können wir alles nur da oben machen. Das habe ich nicht im Auto. Getan. Okay, Herr Brandes, abgemacht. Auf jeden Fall. Sicher sind wir oben. Okay. Und dann kommen wir auf jeden Fall rauf. Ich fühle mich nicht unwohl. Und das ist auch nicht gefährlich. Ich gebe aber zu, dass ich manchmal genervt bin. Ja? Wenn es so warm ist und so viele so alkoholisiert sind, dann kann man auch nicht so intensiv miteinander kommunizieren. Dann muss die Sache, die Wunde versorgt werden, und dann sage ich meistens, und wir besprechen alles, wenn Sie wieder da sind und nüchtern sind. Da gebe ich zu, da muss ich manchmal mit mir kämpfen, ruhig zu bleiben und empathisch zu bleiben. Das Prinzip der Vorortbehandlung hat sich Dr. Trabert in den Slums von Indien abgeschaut. So, Frau Schmidt. Ich habe ihn schon versucht, wach zu machen, aber... Ich habe ihn letzte Woche schon gesehen, da haben wir ihm ein Kissen gekauft. Und er hat Fäden im Knie. Er hat Fäden im Knie? Ja, gestern, ich wusste gar nicht, dass er die noch drin hat. Das ist nicht so schlimm, aber die wachsen halt dann irgendwann mal rein. Es ja. Wird rundherum rot. Ja, aber, er sagt, aua, aua, aua. Er ist ja wie so ein großes Baby. Ne? Ja, aber jetzt ist er so müde, das bringt jetzt nichts, wenn ich ihm da einfach an. Ich darf ihm ja nicht einfach um Knie rummachen, wenn er nicht einverstanden ist. Und vielen Dank. Und passen Sie auf ihn auf. Ja, machen wir. Ja. Okay. Ja, das haben wir besprochen. Machen wir morgen. Er ist jetzt so müde. Einmal pro Woche praktiziert Gerhard Trabert auch hier im Thaddäusheim der Caritas. Wie ist das passiert? Mit der Hand? Umgefallen, ja. Umgefallen? Ja, auf die Hand. Auf die Hand gefallen? Ja, im Park. Mhm. Trabert ist Seelsorger und Arzt zugleich. Er hat Sozialarbeit und Medizin studiert. Okay. Dann machen Sie es so,
Er ist hier im Haus, gell? Er ist im Haus. Dass Sie jeden Tag zur Schwester kommen? Ja? Obdachlose haben den Ruf, durch das Leben auf der Straße besonders abgehärtet zu sein. Krank können aber auch sie werden. Okay, bis morgen. Tschüss. Es stimmt schon, dass das Immunsystem zum Teil durch dieses Leben abgehärtet ist. Aber natürlich gibt es auch viele Risikofaktoren. Also ständig Wind und Witterung ausgesetzt zu sein, keinen wirklichen Schutzraum zu haben, dann vielleicht, wenn man Schmerzen hat, Alkohol zu trinken, um die Schmerzen zu reduzieren. Der Alkohol reduziert wieder die Immunabwehr. Also ja, ein bisschen abgehärteter, aber auf der anderen Seite auch ja, mehr dem Ganzen ausgesetzt, was an Infektionen so ungeschützt vorkommen kann. Die Bundeshauptstadt Berlin. In Charlottenburg, versteckt zwischen Autobahnen, Industriegelände und der Spree, liegt Ronnys Platte. Das Gelände gehört der Deutschen Bahn. Der 29-Jährige und ein Kumpel leben hier, ohne Strom, Heizung und ohne fließend Wasser. Wo geht man hier aufs Klo? Wasser lassen kann man hier direkt. Und wenn man mal groß muss, setzen wir uns hinter ein Zelt und machen es aber danach mit meiner Schaufel dann irgendwo hin, Loch buddeln und dann rein und dann wieder zu. Aus dem Fluss holt Ronny das Wasser zum Waschen. Es stinkt, aber eine andere Quelle gibt es nicht. Größter Luxus wäre eine Wasserleitung zum Anzapfen. Ronny wuchs in Chemnitz auf, bevor er nach Berlin kam und eine Gärtnerlehre begann. Doch hier lernte er auch den Umgang mit Drogen und Alkohol. Zwei Therapien brach er ab. Jetzt versucht er auf eigene Faust clean zu werden. Von Drogen lässt er zurzeit die Finger, vom Alkohol nicht. Haben Sie heute schon was gegessen? Bis jetzt noch nicht. Wie sieht's Frühstück aus? Bei mir ist das Frühstück erstmal zum Wachwerden erstmal ein Bier, dass ich erstmal so klarkomme. Die Trennung der Eltern und ein verhasster Stiefvater standen am Anfang seiner obdachlosen Karriere. Er hatte auch mal kurz eine eigene Wohnung. Von der letzten Unterpressung 4 Jahre. Und da in der Zwischenzeit hatte ich ein halbes Jahr oder ein Jahr eine Wohnung gehabt. Aber auch durch das Suchtproblem auch wieder verloren. Am späten Vormittag macht sich Ronny auf den Weg zur Arbeit. Schnurren. Das heißt betteln. 3:45. Gute Zeit. Wann essen Sie denn das erste Mal? Das ist immer unterschiedlich, wann ich es essen tue. Das kommt nur auf meinen Hunger drauf an. Aber beim Schnurren kriege ich ja teilweise auch das Essen mit dazu. Der Aschenbecher vor dem Bahnhof Berlin-Jungfernheide. Aus weggeworfenen Kippen löst Ronny die Tabakreste heraus. Rund 20 selbstgedrehte raucht er pro Tag. Wie viele Menschen in Deutschland auf der Straße leben, wird nicht offiziell erfasst. Es gibt nur Schätzungen und die sind dramatisch. Die Zahl Wohnungs- und Obdachloser ist in den vergangenen 8 Jahren ungewöhnlich stark gestiegen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe geht davon aus, dass 2014 knapp 335.000 Menschen in Deutschland über keinen eigenen Wohnraum verfügten. Tendenz steigend. Die Gründe dafür sind vielfältig. Unter anderem eine vielerorts verfehlte Wohnungspolitik. Derzeit fehlen in Deutschland rund 2,3 Millionen Kleinwohnungen. Rostock an der Ostsee. In einem Wohnheim der Obdachlosenhilfe an der Albert-Schweitzer Straße lebt Locke. Locke, der eigentlich Ralf Zielke heißt, hat hier ein kleines Zimmer. Schon seit vielen Jahren. Im Grunde fühlt er sich ganz wohl. Auf jeden Fall, haben wir genug Platz hier so irgendwo. Wir haben unseren Wäschetrockner da für die Wäsche, der steht vor den Schränke. Die Schränke sind auch voll. DVDs haben wir auch genug. Ein Zimmer, aufgeräumt und liebevoll ausgestattet. Jedes Detail erzählt von der Sehnsucht nach einem eigenen Zuhause. Seit 6 Jahren ist Locke mit Moni zusammen. Sie bekommt eine kleine Rente.
An den Kosten für die Unterbringung im Heim müssen sich beide beteiligen. Den Rest des Geldes lässt sich Moni als wöchentliches Taschengeld auszahlen. Ich habe Wirtschaftsgehilfen gelernt, Hotel am Bahnhof, 2 Jahre lang. Ich habe noch im Zoo gearbeitet, aber das war bloß für 3 Monate. Das war ein Eurojob. Dann habe ich auf dem Bau gearbeitet, 1,5 Jahre an der Stadtmauer. Und hier am für Stadtgrün auch für 1,5 Jahre. Und danach kam dann erstmal gar nichts. Und dann gab es 1 Monat, aber es war nur 1 Monat Computerlehre. Seit Jahren schon suchen Moni und Locke eine eigene Wohnung. Bisher vergebens. Naja, ich meine, sagen wir mal so, wir sind beide nicht blöd oder so, aber es klappt nicht mit der Wohnungssuche. Die hören nur Albert-Schweitzer-Straße 26 und schon, ist und schon heißt es nein. Obdachlose Alkoholiker und so nehmen wir nicht. Oh, das ist ja die Scheiße. Was hat das mit Alkoholismus zu tun? Die Miete wird vom Amt gezahlt. Ich spinne doch irgendwie Vollpfosten. Ich glaube, hier war sie. Ja, das ist sie. Steht drauf, sehr geehrter Zielke, wir können Ihnen momentan keine Wohnung anbieten. Dafür gibt es folgende Gründe. Schlechte Erfahrungen mit Interessenten aus dem Obdachlosenheim. Schlechte Schufa, Probleme mit Alkohol. Mit freundlichen Grüßen, GV Nordost. Das war's. Und erst hat er zu mir gesagt, ich soll vorbeikommen und das geht alles, das haut alles hin. Ihr habt's doch hier gut. Ja, eigentlich schon, aber man möchte ja auch raus. Hier ist mehr Lärm und Krach und wenn sie alle besoffen sind, wenn wir besoffen sind, wir legen uns ins Bett und schlafen. Also wenn ich jetzt mit meiner Frau beim Luzi Boom machen bin, die stürmen hier einfach rein und ja, schön. Dann ist nichts mehr, dann haben wir beide keinen Bock mehr. Das ist schon passiert, ja? Ja, oft genug. Das ist schon mehrmal passiert. Die haben, ich sag's jetzt mal einfach in meinem Deutsch, ne? Die haben meinen nackten Arsch schon oft genug gesehen und ihren auch. Eine eigene Wohnung, meint Locke, das ist eben mehr als nur ein Dach über dem Kopf. München, nach eigenen Angaben Weltstadt mit Herz. Davon bekommen die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, nur wenig mit. Und es gibt auch hier immer mehr von ihnen. In München ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Hier lebt Ludwig Bruckmoser. Der 81-Jährige war früher beruflich sehr erfolgreich und hatte sogar Jobangebote aus Amerika. Heute lebt er von einer kleinen Rente, Almosen und dem Erlös von Pfandflaschen. Eine eigene Wohnung hat er nicht, aber immer noch einen großen Wissensdurst. Ja, ich war Elektronikingenieur, also sogar von Studium her, Ausbildung. Und dann vorne dran, wo man neueste Schaltungen macht, da wäre ich eigentlich ganz vorn dran gewesen ursprünglich. Und das noch bei Siemens. Bei Siemens war das hier. Bei Siemens. Nicht? Die haben hier das Halbleiterlabor gehabt. Ich hatte ja Angebote sogar woanders hin und so nach Köln. Und wir machen sie zum Professor und so, wie sie sagen, wenn man da noch zusätzlich nebenbei ein paar Semester für Umweltschutz und alles Mögliche, nicht das. Da war ich noch drauf mit extra Aufbausemestern noch und mit Hilfe der Familie, Katastrophe, in die ich die der Bruder machte, nicht ich, der Mutter, bin ich halt da in elende Gefühlslagen abgestürzt. Seit wann leben Sie auf der Straße? Oh, das muss ja schon, das muss schon 8 Jahre sein jetzt, ja. Ja, bestimmt. In den 70er Jahren hatte Ludwig Bruckmoser einen Zusammenbruch. Beruf, Weiterbildung, Ärger in der Familie, Streit um das elterliche Erbe. Heute würde man Burnout diagnostizieren. Damals jedoch geriet Ludwig in die Mühlen der bayerischen Psychiatrie und hat sich davon nie wieder erholt. Wie sieht der Alltag aus? Was machen Sie so? Ich habe da viele Blätter da, wo ich kopiert habe. Die schaue ich wieder an, weil sonst wäre ich sehr traurig. Nicht? Und ich kann natürlich Zen. Ich habe ja den Alltag so gemacht, dass ich Zen-Buddhismus kann. Das heißt also 2 Stunden, meinetwegen da, wo die Bänke sind für die U-Bahn, entweder 3/4 Stunde oder 1/2 Stunde. Und dann ist aus. Es ist dann Stillstand im Denken. Das habe ich extra eingeübt, sonst könnte ich ja den Alltag nicht überstehen.
Die Blätter, die Ludwig häufig anschaut, sind Mitschriften von Universitätsvorlesungen, die der alte Herr noch immer besucht, und Zeitungsausschnitte. Oh, da habe ich ja was. Mit sowas lebe ich tagsüber. Alle zwei Tage, dass ich das da durchblättere. Das könnte ich auch mitgeben. Was ich ja mehrfach kopiert habe, ich gebe das an irgendwer, wer interessiert ist, ab. Das ist eine absolute Sensation. Wenn wir so leben würden, wie die Hunde rumlaufen, dann würde doch gar die Alzheimer-Demenz geheilt werden. Wir müssen doch marschieren, geradeaus. Nicht? Und nicht da so schlingend. Themen, die ihn beschäftigen, sind Hirnforschung und Verhaltenstherapien. Er will nachweisen, dass er jahrelang falsch behandelt wurde. Der Mainzer Arzt Gerhard Trabert begegnet häufig Menschen mit psychischen Erkrankungen und mit Suchtproblemen. Sie waren zum Entzug? Ja. Ja, in der Uniklinik. Das hat dann doch geklappt. Ja. Und das ging alles gut? Reibungslos. Super. Lassen Sie mich gerade das Ende vom Brief oder ja, ich glaube, das war jetzt. Ah, Sie sind ja heute erst entlassen. Heute Morgen? Ja, schön. Ich habe Ihnen das absolut zugetraut. Ich habe Sie immer, das habe ich Ihnen ja gesagt, als eine Persönlichkeit wahrgenommen, die weiß, was sie will. Ja, ja, das haben Sie auch immer ganz klar vermittelt. Und ich habe auch geglaubt, dass Sie, wenn Sie das wollen, dann schaffen Sie das auch. Okay, danke schön. Okay, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Psychische Erkrankungen, das ist für mich immer wieder ein sehr heikles Thema im Kontext von Wohnungslosigkeit. Und zwar ist es deshalb ein heikles Thema, weil man einmal historisch, medizinhistorisch sehen muss, dass die Mediziner immer beteiligt waren, auch das sogenannte Vagabundentum, die Wohnungslosigkeit, zu pathologisieren. Es waren immer Mediziner, die gesagt haben, das ist eine Form der Schizophrenie. Ja, die Menschen sind krank, sind psychisch krank. Und haben damit das Phänomen der Wohnungslosigkeit individualisiert, pathologisiert und haben gesellschaftsstrukturelle Aspekte, die zu einer Wohnungslosigkeit führen können, einfach ausgeklammert, negiert. In der Nachkriegszeit waren es interessanterweise immer noch Psychiater und Pathologen, die angeblich nachgewiesen haben, dass eine Hirnanomalie besteht bei wohnungslosen Menschen. Es ist unfassbar, was man alles den Menschen an Stigmatisierung auch von medizinischer Seite, von ärztlicher Seite zugeordnet hat. Berlin. Ronny ist auf dem Weg zur Arbeit, heißt betteln. Viele Höhepunkte gibt es nicht in seinem Leben. Doch auf ein Ereignis im nächsten Sommer freut er sich jetzt schon. Auf seinen nächsten Geburtstag. Geplant ist, dass ich zu meinem Geburtstag diesmal zu meinem 30. Spanferkel habe, was ich grillen tue und dann mit ein paar Leuten essen tue. Zwischenstation am Bahnhof Zoo. Hier trifft Ronny seine Freundin Anja. Alles klar, mein Schatz? Hast du noch gut geschlafen? Ich immer. Ja, ist das ist ein Schnaps. Waschbären gefüttert? Nee, diesmal nicht. Was machen Sie hier? Sie schnorren? Ja. Wie viel haben Sie heute schon bekommen? Ein paar Pfandflaschen, also knapp 49 Cent. 49 Cent für 3 Stunden betteln. Ronny und Anja haushalten gemeinsam. Sie teilen sich die Arbeit und die Einnahmen. Berlin ist für Obdachlose ein hartes Pflaster. Die Armutskonkurrenz ist hier besonders groß. Gib mir dir eine Zigarette, bitte. Gar nichts mehr. Keine Tabak. Muss ich mal meine Frau fragen. Ah ja. Ja. Sie mal fragen. Ronny bettelt heute am Berliner Alexanderplatz. Es kostet ihn jedes Mal Überwindung. Dankeschön, schönen Tag noch. Ich stelle mich dafür. Alleine auch die Touristen, die teilweise vorbeikommen hier, da schäme ich mich andauernd mit den Blicken. Ich schäme mich dafür, dass ich so weit unten bin. Dankeschön, schönen Tag noch. Sie haben da irgendwas in die Schale getan, ja? Ja,
Sie haben doch selber nicht viel Geld, oder? Nein, aber ich kenne ihn schon ein bisschen länger und ich weiß, wir brauchen manchmal Geld. Manchmal braucht der eine, manchmal der andere, deswegen. Wie viel haben Sie ihm gegeben? 40 Cent. Ebenfalls in Berlin, unweit der Charité, tagt der erste Armutskongress Deutschlands. Experten aus Wohlfahrtsverbänden beraten über Ursachen von Armut und geeignete Strategien dagegen. Diese neoliberale Reformpolitik, die hat nicht nur bewirkt, dass Millionen von Menschen in die Armut gedrängt wurden. Unter den Zuhörern auch Gerhard Trabert aus Mainz. Der Arzt weiß, dass Hilfe Obdachloser untereinander für diese Menschen eine wichtige Überlebensstrategie ist. Aufgrund meiner Begegnungen, meiner Beziehung zu von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen habe ich erkannt, dass ich auch sehr viel lerne von dieser Form der Begegnung und der Kompetenzen der Menschen. Deshalb habe ich selbst mal eine Befragung durchgeführt und habe die Betroffenen gefragt, was glauben Sie, können wir von Ihnen lernen? Und da war die spannende Antwort, dass die meisten gesagt haben, ihr da draußen so ungefähr könnt lernen von unserer sozialen Kompetenz, von unserer sozialen Verantwortung, von unserer gegenseitigen Unterstützung. Und ich muss sagen, ich mache es, wie gesagt, ja jetzt fast 25 Jahre. Das stimmt für mich absolut. In Rostock bei Locke gibt es neue Hoffnung auf eine eigene Wohnung. Ganz in der Nähe des Obdachlosenheimes soll ein Büro der Wohnungsgesellschaft Viro eröffnet haben. So eine Wohnung bequemst? Ja, den mache ich erstmal einen Luftsprung und freue mich, ein drittes Loch im Arsch. Was meinst du, wie schnell ich denn raus bin? Und es ist mir scheißegal, jetzt schlafe ich erstmal die erste Nacht auf der Matratze und Hauptsache Kühlschrank und Fernseher sind drin. Doch wo ist das Büro? Jetzt soll das hier irgendwo hier gegenüber sein. Ich kann ja mal einen von den Müllmännern fragen hier. Entschuldigung, Meister. Weißt du, ob es hier irgendwo eine neue Viro aufgemacht hat oder sowas? So, ne, weil hätte sein können, weil ihr immer rumfahrt hier, sowas. Ist das hier Verarschung oder was? Aber da ist noch so ein Schild. Aber ich glaube, das wird das da sein, das bunte Ding. Kannst die ganze Scheiße in eine Tonne kloppen hier, Junge. Na, aber Locke, wo hast du denn die Information her, dass hier das Büro sein soll? Ja, die hat Ute mir gegeben, meine, die heute Nachmittag kommt. Das sollte hier irgendwo gegenüber sein vom alten Sky. Also ich weiß halt auch nicht, wieso. Und jetzt habe ich schon wieder so einen Frost, ich könnte mir schon wieder 5 Liter Bier im Korb knallen. Oder mindestens 10. Locke gibt auf. Schuld sind wie immer die anderen. Du kannst vergessen, nirgendwo was gefunden. Nee? Ach, da gibt's sowas gar nicht. Scheißdreck, Junge. Da sind wir doch umsonst eine Stunde lang rumgelaufen. Oder länger sogar. Das verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich nur wirklich nicht. Nee, ich auch nicht. Das soll so ein Querblock sein. Gehst du mal mit dem Bier holen? Ja. Also, das verstehe ich nun wirklich nicht. Na, ist egal. Na, wenn das da oben sein. Könnte ich mit der Scheiße schreien, Junge, glaub es mir. Oh, Mann, ey. Ja, das ist doch keine gute Sache. Ich hab die Schnauze voll, ey. Was machen? Außer Bier saufen, damit man runterkommt. Deutlich weniger Frauen als Männer leben auf der Straße. Experten gehen davon aus, dass wohnungslose Frauen häufig gegen, so die offizielle Sprechweise, sexuelle Verfügbarkeit bei Männern Unterschlupf finden. Die wirkliche Zahl wohnungsloser Frauen könnte also deutlich höher sein als die der offiziellen Schätzungen. Diese gehen davon aus, dass fast 3/4 aller Obdachlosen Männer sind. Mainz. Wie jeden Dienstag behandelt Dr. Trabert Patienten im Obdachlosenheim der Caritas. Sie sind hier als Übernachter oder? Übernachter ohne im ersten Stock. Okay, aber Sie bleiben jetzt hier, ja? Ja, erstmal, bis ich eine Wohnung finde. Ja, und bis das alles jetzt mit der Therapie. Bis alles gerät. Wenn das Haus will, kann ich gern Sie krank schreiben dann, ja? Okay, jetzt muss ich mir das nochmal sortieren. Ich war in der Urologie und danach war ich in der Chirurgie. Okay. Da haben die diese CD gemacht. Francesco hat gleich 2 Krebserkrankungen. Sein Problem: die Untersuchungsunterlagen sind verschwunden. Und es muss dringend operiert werden. Ja, und jetzt nochmal: der Befund aus Frankfurt bedeutet, dort, wo Sie
am Anfang behandelt wurden wegen des Hodenkarzinoms, genau. Krebses und des Magenkrebses. Genau. Dem Arzt begegnet dieses Problem immer wieder. Obdachlose haben oft keine Möglichkeit, ihre ärztlichen Dokumente aufzubewahren. Francesco wohnt erst seit kurzem im Obdachlosenheim. Hier leben Sie, Franco? Ja, ich lebe hier. Wo? Welches Bett? Das ist mein Bett. Genau. Wie viele Personen haben hier Platz? Sechs Leute. Sechs Personen haben hier Platz. Ja. Aber zurzeit sind wir zu dritt. Wie stehen die Chancen, eine Wohnung zu bekommen? Schwierig. Sehr schwierig. Als Vier-Empfänger, keine Arbeit. Man ist asozial, man ist abgeschrieben. Und so. Man kriegt keine Wohnung. Gar nicht. Man hat richtig die Arschkarte gezogen. Einmal auf der Straße, immer auf der Straße. Ich habe schon mit 9 Jahren habe ich Zeitung ausgetragen, hier in Deutschland. In Mainz-Finden. Mit 14 bin ich putzen gegangen mit meinen Eltern. Da habe ich auch nie was gesehen. Und dann mit 16 bin ich auch wieder putzen gegangen, dann bin ich abgekommen. Meine Familie will von mir nichts wissen, nichts hören. Weil gut Deutsch gesagt, ich bin ja andersherum. Ich bin ja homosexuell. Und meine Eltern haben mich halt nicht akzeptiert, so wie ich bin. Seit wann leben Sie auf der Straße? Seit jetzt mittlerweile vierte Monat, ja. München im Sommer. Ludwig Burgmoser, der frühere Elektronikingenieur, meditiert an einer Straßenbahnhaltestelle. Sohang Satnam. Ludwig meditiert sich mit Gebeten auf Sanskrit in eine andere, bessere Welt. Sein bedrückender Alltag entschwindet. Bis ihn der einsetzende Regen zur Flucht in die U-Bahn zwingt. Die Stationen sind sein Revier. Hier hat der alte Herr Lieblingsplätze, weiß, wo es guten Kaffee und neueste Informationen gibt. Da bin ich oft hier. Je nachdem, 2 Stunden, wenn die Sonne oben rauf und wenn es draußen regnet, dann komme ich da wieder herunter und bin hier und schaue das Fernsehen an. Das ist ein Lieblingsplatz hier. Von mir. Andere Lieblingsplätze von Ludwig sind die Bibliotheken und Museen Münchens, die Vorlesungssäle an der Uni und dieses Café am Hauptbahnhof. Auf Gespräche über das Leben als Obdachloser lässt er sich nur ungern ein. Immer wieder schweift Ludwig ab zu Aristoteles, dem Philosophen. Ludwig versteht nicht, warum der gerade gefeiert wird. Ich las ein Spektrum der Wissenschaft, das ist die beste. Also Spitzenklasse in wissenschaftlichen Zeitschriften, Spektrum der Wissenschaft. Übrigens ist jetzt auch wieder was drin, Juli und August dann. Jetzt feiern Sie den Aristoteles. Ich habe in den letzten 3 Wochen, oder waren es vielleicht 4, noch mal gehört in der Uni. Aristoteles ist im völligen Gegensatz zu John Locke. Absoluten. Ja. Philosophische Streitfragen regen Ludwig mehr auf als sein eigenes Elend und die Frage, wo er die nächste Nacht schlafen wird. Ludwig, was haben Sie in den ganzen Taschen eigentlich? Oh, Sie können da reinschauen, ja. Das sind die Zeitungen, die ich, wenn schön Wetter ist und die paar Stunden in Sonne sind, dann kann ich die erst wieder anfassen. Das sind also eigentlich meine geistige Beschäftigung. Alle 2 Tage, 3 Stunden, sonst geht nichts. Es scheint, als hätte Ludwig sich mit seiner Lage nicht nur abgefunden. Er sagt, er genieße gar die große Freiheit. Wir kennen ein interessantes Phänomen, das heißt Zufriedenheitsparadoxon, weil ich bekomme ja von Betroffenen häufig auch gesagt, Doktor, ich will gar nicht, ja, ich will so weiterleben. Und da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, ist das wirklich so, dass es der freie Wille ist? Und wie gesagt, in der Analyse von Menschen, die in solchen schwierigen Lebenssituationen sind, kennen wir dieses Phänomen, dieses Zufriedenheitsparadoxon, das besagt, ich muss subjektiv meine Situation positiver einschätzen, um überhaupt in dieser Situation überleben zu können, um Strategien des Überlebens weiterentwickeln zu können. Wenn ich selbst jetzt auch noch sage, das ist alles schlecht, ja, und ich will überhaupt nicht, also wenn ich diesen Erkenntnisprozess dann noch mehr verinnerliche, dann würde das
zu einer dramatischen Verschlechterung auch führen. Rostock, das Obdachlosenheim in der Albert-Schweitzer Straße am Abend. Ja, du hast gesagt, ein Küsschen. Im Fernsehen kommen heute die Rocky-Filme. Locke hat früher selbst einmal geboxt. Ja, so eine Arme habe ich auch mal gehabt, so sah ich auch mal aus. Aber das ist auch schon 20 Jahre her. Der schießt sich doch mit Rocky zusammen. Ja, ja, ich weiß. Guck dir mal die Arme an, so sah ich auch mal aus. Neben Boxen hat Locke ein weiteres Hobby. Stricken. Ja, kriegen wir alles in eine Reihe. Wo hast du es gelernt? Im Kinderheim. Bei Frau Bartels. Da waren alle Jungs geil auf die Frau. Weil die war richtig, die sah auch geil aus und so. Aber ist egal, ich war gerade mal 13. Und mein Kumpel Olaf und ich, wir haben gesagt, wir uns stricken, nie im Leben. Und dann kam sie runter da, sie hat ja über uns ganz oben auf dem Dachboden gewohnt mit jemandem. Und dann, ja, wir wollen stricken. Aber nur, weil sie das war. Moni holt plötzlich Fotos hervor und beginnt von dem Ereignis zu erzählen, das sie völlig aus der Bahn geworfen hat. Das ist Kai? Das ist mein Sohn. Oder der drei. Wurde bloß dreieinhalb Monate. Ja, dann eben so. Da hat er den eigenen Vater umgebracht. Ja. Nur weil er geschrien hat und der alles saß an der Playstation, weißt? Hat sie mir zumindest alles so erzählt. Er sitzt an der Playstation und zockt und nur weil der Kleine rumgebrüllt hat, weil er Hunger hatte oder eine volle Windel oder irgendwas. Ich habe mich gerade ins Bett gelegt. Und er hat ihn doch geschüttelt. Ja, und ins Bett reingeschmissen. Ja. Nicht heulen. Und dann konnte ich so. Du hast mir versprochen, nicht heulen. Und dann konnte ich so einen kleinen Sarg zu graben. Oh. Ich pisse aus dem Arsch, ey. Den Tag werde ich niemals vergessen. Außerdem habe ich mir abgeschworen, nie wieder ein Baby. Einige Tage später. Locke hat endlich einen Termin bei der Viro, der Wohnungsgesellschaft in Rostock, bekommen. Locke, machst du hier Hoffnung, dass du... Ein bisschen. Ja. So langsam habe ich alles verloren. An Hoffnung, meine ich. Was wäre denn die Traumwohnung? Eine Zweiraumwohnung. Da reicht mir eine kleine mit meiner Frau zusammen. Wäre nicht schlecht. Der Termin bei der Viro dauert keine 10 Minuten. Am Ende bekommt Locke wieder keine Wohnung angeboten. Sie hat sich zwar Name, Adresse und sie wusste gleich, was Albert-Schweitzer-Straße heißt. Und das hat sie gleich gewusst, 26. Ich sag, ja, zurzeit ja. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich eine eigene Wohnung hatte und so. Und dann habe ich gesagt, nein, hatte ich noch nie. Ich hatte immer nur bei den Frauen oder bei den Kumpels gewohnt, die ich hatte. Und ja. Seine Hoffnungslosigkeit ertränkt Locke jetzt immer häufiger im Alkohol. Kotzt mich schon wieder an, schon wieder. Locke, wie geht's Ihnen eigentlich? Sie sehen so gelb aus. Das macht nichts, das ist die Leber. Das geht auch wieder weg. Locke weiß, dass Leber, Magen und Nieren angegriffen sind. Seine gelben Augen beunruhigen an diesem Tag auch Freundin Moni. Aber heute Morgen ging das bei dir aber noch mit den gelben Augen. Da war das andere aber noch weiß, was eigentlich weiß sein sollte. Die Ärzte haben mir gesagt, ich soll aufhören zu trinken. Und ich habe mir immer gesagt, leck mich am Arsch, ich sauf weiter. Und nach 2 Wochen war das Gelbe wieder weg. Und das ist für mich die beste Therapie, Bier weiter trinken. Zur selben Zeit in Berlin. Auch Ronny hat Probleme. Immer öfter gerät er mit anderen Obdachlosen in Streit. Der Kampf um Pfandflaschen an den Abfalleimern wird häufig mit Gewalt ausgetragen. Jetzt ist er angeklagt worden, weil er einen anderen Menschen schwer verletzt hat. Diese Woche gab es auch mal wieder einen kleinen Vorfall. Da war ein Deutscher, hat nur die Hand erhoben, wollte meine schlagen. Da bin ich gleich rauf. Wie rauf? Das Erste, was ich gleich gemacht habe, war, was willst du gleich? Mein Fuß gleich mal durchgetreten. Und jetzt habe ich eine schwere KV. Kam die Polizei? Ja. KV heißt? Körperverletzung.
Boah, da ist, ja, weil ich meinen Fuß gleich zugetreten habe. Wohin? Direkt im Gesicht rein. Das Leben auf der Straße ist Überlebenskampf. Jeden Tag aufs Neue. Fehlender Rückzugsraum ins Private führt dazu, dass sich Obdachlose oft angegriffen und bedroht fühlen. Nächste Station, Zoologischer Garten. Bahnhof Zoo ist mein, eigentlich mein zweites Zuhause. Am Bahnhof Zoo bei der Bahnhofsmission kann er duschen und bekommt warmes Essen. Und hier trifft er Anja, seine Freundin und wichtigste Stütze im Leben. In Rostock gibt es schlechte Nachrichten von Locke. Er hatte einen Zusammenbruch und liegt in der Uniklinik. Seine Leberwerte sind extrem erhöht. Seit er im Krankenhaus ist, hat er keinen Alkohol mehr getrunken. Nachts leidet er unter Entzugserscheinungen. Also auch nie wieder. Nie wieder? Ich möchte nicht das durchhaben, was du durchmachst. Oder was ich gerade durchmache. Professor Georg Lamprecht ist Lockes behandelnder Arzt. Er kennt den Patienten schon länger. Also der Patient, der war vor etwa einem Jahr schon mal mit dem gleichen Krankheitsbild da und ist dann auch deutlich gebessert nach Hause gegangen. Hier war er normal mit Werten um etwa 20 und hier ist er über 400, mehr als 20-fach über der Norm erhöht, ausgeprägte Gelbsucht. Und das ist das Problem an dieser Krankheit. Das hat einen ganz hohen sozialen Faktor. Also, was weiß ich, Lungenentzündung, überlebt man oder überlebt man nicht. Aber wenn man sie überlebt, dann kehrt man in sein soziales Umfeld zurück und wird nicht danach noch an der Lungenentzündung sterben. Aber diese Patienten kehren häufig in ein soziales Umfeld zurück, das es ihnen offensichtlich nicht erlaubt, wieder gesund zu werden. Januar. Das neue Jahr beginnt in Rostock mit Schnee und einer großen Sorge. Nein, dann ist gut. Ute hat dir das aber angeboten. Wenn du nicht möchtest, musst du. Wird Locke überleben? Genau. Na? Und du musst aber auch aufhören, nicht so viel Alkohol trinken. Hm? Das finde ich jetzt gar nicht. Ja, es geht jetzt weiß, um Moni, aber naja, komm her, lass dich mal drücken. Das finde ich dir. Ja. Gut, Moni, ich denke an dich und an Ralf. Okay? Und tschüss. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Gysi ist eine von 10 Betreuerinnen im Obdachlosenheim. Ja. Ende Januar wird Locke 41 Jahre alt. An diesem Tag ist er seit genau 23 Jahren obdachlos. Februar. Der Zustand Lockes hat sich weiter verschlechtert. Ein letzter Besuch. Es war Lockes eigener Wunsch, dass wir ihn bis zum Schluss mit der Kamera begleiten. Wenige Tage später stirbt Locke. Wir wissen, dass wohnungslose Menschen deutlich früher sterben. Es gibt eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts zum Phänomen Armut. Wenn man das reichste Viertel der Bevölkerung mit dem ärmsten vergleicht, sterben Männer 11 Jahre früher und Frauen 8 Jahre früher. Und bei wohnungslosen Menschen können sie die Zahlen verdoppeln. Das heißt, dass die Männer 20 bis 25 Jahre früher sterben als im Bevölkerungsdurchschnitt. Schlechte Lebensverhältnisse, Perspektivlosigkeit, aber auch extreme Wetterlagen führen häufig zum frühen Tod wohnungsloser Menschen. Seit 1990 sind 290 Menschen in Deutschland erfroren. Ende März die Beisetzung von Locke auf einem anonymen Urnenfeld des Nordfriedhofs von Rostock. Zur Beerdigung sind nur 2 Menschen gekommen. Moni und eine Betreuerin aus dem Obdachlosenheim. Die soll dich immer brennen. Ich liebe dich. Ich vermisse dich so.
Einige Monate später, Frühsommer in Berlin. Heute sollte eigentlich eine große Party starten. Alter, ich fress dich gleich, ne? Was? Ja, ich fress dich gleich. Wir waren nicht so süß. Ja, später. Es ist der Tag, an dem Ronny 30 Jahre alt wird. Ein Wiedersehen mit Ronny und Freundin Anja am Bahnhof Zoo. Das ist unser Opa Dieter, der gehört dazu. Das gehört nicht dazu. Zum 30. Geburtstag hat Ronny 2 Flaschen Bier geschenkt bekommen. Die Flasche Korn zum Anstoßen hat er sich selbst gekauft. Danke. 30 Jahre und nochmal 30 Jahre. Ja. Und dann nochmal. Ja. Haben Sie sich was gewünscht für das neue Lebensjahrzehnt, was jetzt anbricht? Wo wollen Sie mit 40 sein? Mit 40 will ich eine eigene Wohnung haben. Das ist aus dem Plan geworden, ein Schwein zu grillen heute. Ist ausgefallen. Warum? Durch den Brand, den ich auf meiner Platte hatte. Was ist da verbrannt? Meine 2 Zelte, wo mein Heiligtum mit drin war. Alles, die ganzen Papiere weg, meine Schals weg, meine Sachen weg, alles verbrannt. Also er hat nur noch das, was er am Leib trinkt. Er schläft noch bei mir unter der Brücke, dass er wenigstens was hat. Ronny hat alles verloren. Freundin Anja ist jetzt sein letzter Halt. Wir waschen uns nie. Sabori! Auch in Mainz gab es in diesem Sommer einen runden Geburtstag. Gerhard Trabert wurde 60. Der Arzt könnte, wie viele seiner Kollegen, sich langsam auf den Ruhestand vorbereiten. Doch der Mediziner macht weiter, hetzt von einer Behandlung zur nächsten. Was ist Ihre persönliche Motivation für diese Arbeit? etwas gegen Ungerechtigkeit und Ausgrenzung zu tun. Ja, ich finde es zutiefst ungerecht, wie man gerade mit Menschen am sogenannten Rande unserer Gesellschaft umgeht. Und ich bin nicht Arzt und bin nicht Sozialarbeiter geworden, um diese Ungerechtigkeiten irgendwie zu akzeptieren. Sondern das ist für mich auch immer ein Protest. Ja, dieses Handeln ist für mich auch ein Protest gegen diese politische Entwicklung in unserem Land. In München streift Ludwig Bruckmoser, der frühere Elektronikingenieur, wieder durch die Gegend rund um den Hauptbahnhof. Hier trifft er zufällig einen Touristen aus New York. New York, something I read in magazine, scientific papers. But it's a wonder also for me, what happens to the communication, yes, the Apple or Google. Schnell stellen die beiden Gemeinsamkeiten fest. Auch der Amerikaner ist Elektronikingenieur, genau wie Ludwig es früher war. Dass er heute auf der Straße lebt, erzählt Ludwig dem jungen Amerikaner jedoch nicht. Ja? Your name? Ludwig. Ja. Ludwig. Ludwig, ja. Justin. Justin, ja. Justin. Oh ja, Justin, of course. It's a very pleasure meeting you. Yes, prima. Have a night. A nice night. Ludwig. Prima. Justin, Dankeschön. Of course. Oh, what is with you? Yes. Dankeschön. Mm-hmm. Es ist jetzt 23 Uhr. Ob Ludwig heute zu einem Bekannten fährt, bei dem er manchmal übernachtet, oder ob er draußen unter Büschen in einer Grünanlage schläft, hat er noch nicht entschieden. Ja, wenn es heute so aussieht, wie es da jetzt aussieht, dann war es ja nicht eine laue Sommernacht. Und jetzt ja nicht, da könnte ja noch mal regnen auch und so. Ja, ja. Das könnte sein. In 2 Jahren werden in Deutschland schätzungsweise 500.000 obdachlose Menschen leben. Ludwig ist einer von ihnen. Er wird dann 83 Jahre alt sein.